bei aller Kritik an der Welt heute bin ich doch heilfroh, dass ich wählen durfte, dass alle wichtigen gesellschaftlichen Strömungen im Parlament vertreten sind, egal ob sie einem schmecken oder nicht, dass wir unsere Meinung sagen dürfen, dass es hier warm und geheizt ist, dass wir im Frieden leben. Es ist so unglaublich, wie gut es uns geht. Und da muss man wirklich jeden Tag dankbar sein dafür, auch dass wir gesund hier sein dürfen. Ich wollte ein ganz anderes Thema aufnehmen. Also ich wollte mich aus der Politik heute mal ganz raushalten. Da habe ich auch meine Kritik und finde vieles ähnlich schlimm, was da passiert. Eine ganz andere Perspektive, nämlich die Welt in etwa 10 Jahren. Wie wird die aussehen und wie kann man sich darauf vorbereiten? Und darum habe ich den Vortrag mal genannt, There's a New World Coming. Und das habe ich angelehnt an ein Lied von Mama Cass. Ich weiß nicht, wer noch die Mamas und die Papas kennt. There's a New World Coming and it's just around the bend. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich auf YouTube ja nochmal reinhören. Und ich glaube, die Welt ist in einer Veränderungsphase im Moment, die unglaublich ist, die nie zuvor da war in dieser Vehemenz. Der Aufbau des Vortrages, ich habe 1 Stunde Zeit, ich habe mehr Material, als in 1 Stunde reinpasst, darum muss ich schnell reden. Stichwort Nummer 1 ist, Übervorsicht gefährdet die Existenz. Wer zu zaghaft denkt und zu vorsichtig denkt, der ist genauso gefährdet wie jemand, der zu optimistisch ist. Dann möchte ich sprechen über die Branchen von gestern, heute und morgen. Dann darüber sprechen, wieso das im Moment so ist, dass diese Veränderungen uns bevorstehen. Also was ist da eigentlich die treibende Kraft dahinter? Dann will ich auf ein Beispiel mal eingehen, nämlich das selbstfahrende elektrische Auto. Dann, was Sie bei uns von diesen neuen Themen bei uns in unserem eigenen Fonds wiedersehen. Und dann schließlich, was bedeutet diese neue Entwicklung für uns als Fondsmanager? Nicht nur für uns als Investoren, also wo ich sage, da habe ich Firmen vor mir, die ich rein, sondern wie betrifft es mich selber in meiner Arbeit? So, und ich fange an mit einem Bild, das von einem gewissen Toni Seber kommt. Toni Seber können Sie im Internet nachgucken, hält viele Vorträge. Und er fragt sich, das ist 1900, wir machen eine Zeitreise, ziehen unseren Frack und den Zylinder an und sind 1900 auf der Fifth Avenue in New York. Und dann schaut man um sich und sieht viele Kutschen, die die Straße hoch und runter fahren. Und wo ist das Auto auf diesem Bild? Und dann sieht man dort, da ist eine kleine tuckernde Kiste, das erste Auto in New York auf der Fifth Avenue. 13 Jahre später, die gleiche Straße. Wo ist das Pferd denn eigentlich hin? Und da sieht man noch ein einzelnes Pferd und der Rest sind Autos. Die meisten Autos sind Verbrennungsmotoren-Autos gewesen. Interessanterweise hat die Frau von Henry Ford zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 1914, ein elektrisches Auto gekauft. Das war damals überhaupt nicht klar, wer sich durchsetzt, elektrisch oder Verbrennungsmotor. Es hat sich der Verbrennungsmotor durchgesetzt. Wenn so eine Entwicklung mal läuft, dann beschleunigt die sich auch. Also dann geht mehr Forschung rein, dann wird die Technik besser und dann nimmt eine Technologie, hat einfach einen Vorsprung. Und wenn wir in Omaha ins Museum gehen, Max, also wenn wir da unten bei schauen, wo ist der Laden von der Familie Buffett, da steht ein elektrisches Auto aus dem Jahr 1920 ungefähr. Also es war lange Zeit unentschieden. Wichtig ist nur bei diesem Bild, in 13 Jahren hat sich das Straßenbild in New York komplett verändert. Man denkt doch immer, damals, da war das alles langsam und gemütlich mit den Veränderungen. Das ging damals auch schon rasend schnell. Und auch nur mal für mich mal ein schönes Beispiel, gehen Sie mal 500 Jahre zurück. Als die Fuggers und die Welsers die erste Gewürzexpedition der Portugiesen nach Indien finanziert hatten, 5 Jahre später war schon der venezianische Gewürzhandel ziemlich am Ende. So schnell ging das auch damals schon. In wenigen Jahren kann sich eine Welt komplett verändern. So, das ist jetzt eben der Straßenverkehr, 13 Jahre für die Veränderung. Dann spulen wir etwas weiter ins Jahr 1985, die mobile Telefonie. Und das ist die große Firma AT&T, das ist der Marktführer in Amerika für Telefonie gewesen über Jahrzehnte. Und die fragen McKinsey, meinen alten Arbeitgeber, wie viele mobile Telefone wird es denn im Jahr 2000 geben? Das waren damals noch diese Knochen. Ich hatte damals noch eins mit so einem richtigen Koffer noch dabei. Und die Firma McKinsey sagt in ihrer unglaublichen Weisheit für sehr viel Geld, es wird 900.000 mobile Telefone geben im Jahr 2000. Tatsächlich waren das 109 Millionen.
Und ich denke mal, das war die teuerste Beratungsarbeit, die McKinsey je gemacht hat, weil AT&T hat nicht massiv da rein investiert. Die waren auch mit dabei, aber die großen Gewinner waren die, die gesagt haben, da kommt eine neue Entwicklung, ich muss dabei sein. Nur, dass wir uns mal angucken, das war die Entwicklung von mobilen Telefonen von 0 ausgehend auf die 109 im Jahr 2000. Und aktuell liegen wir bei vielleicht 2,5 Milliarden ungefähr. 2,5 Milliarden Smartphones. Und vergessen wir nicht, das Smartphone ist erst 10 Jahre alt. Es gibt von 0 auf 2,5 Milliarden innerhalb von 10 Jahren. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass das so schnell geht, aber 10 Jahre ist ein Klacks eigentlich in der Weltgeschichte und das ganze Welt hat sich verändert in so kurzer Zeit. Und hier ist eine schöne Grafik, wie schnell Technologien sich durchsetzen. Das fängt an im Jahr 1900 und zwar immer von 10% der Bevölkerung haben irgendwas bis 90%. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie meine Mutter von der Konstrukta sprach, die Waschmaschine und wie toll das ist, dass es Waschmaschinen gibt. Dann kam irgendwann die Geschirrspülmaschine, das ist ein großer Luxus, braucht man nicht. Musste selber Hausarbeit machen und da wurde immer auch eingeteilt zwischen uns Kindern, wer spült und wer trocknet ab und so weiter. Ja, und dann hat man eine Geschirrspülmaschine, weil das ja auch viel hygienischer ist. Und das hat dann auch eine Zeit gedauert. Und dann eine lange Zeit ein Fernseher und dann Schwarz-Weiß und dann Farbfernseher. Und das geht inzwischen immer schneller mit der Durchsetzung. Hier die ersten Sachen brauchen wir für 30 Jahre, 50 Jahre. Und inzwischen so Tablet, Smartphones, Social Media, hochauflösendes Fernsehen, das geht in weniger als 10 Jahren. Und darum mal eine Frage an Sie nochmal. Wann haben Sie Ihren letzten Kassettenrekorder gekauft? Wann haben Sie Ihren letzten Film für Ihren Fotoapparat gekauft? Da wird es noch einige geben, die dann vielleicht ein alte Hasselblatt noch haben. Wann haben Sie Ihren letzten Röhrenfernseher gekauft? So, und jetzt achten Sie mal auf Ihre eigene Reaktion. Wenn Sie einmal umgestellt haben, gehen Sie nicht mehr zurück. Da sagen Sie nicht, ich habe jetzt einen Flachbildschirm an der Wand, aber der Röhrenfernseher bei Saturn, der ist günstig geworden, da überlege ich dann doch. Nein, es ist vorbei. Wenn Sie einmal mental den Schalter umgelegt haben, ist das für immer vorbei. Und darum eben auch meine Aussage, die Dramatik bei solchen Veränderungen ist viel höher, als wir uns vorstellen. Und gerade beim elektrischen Auto bin ich ganz kritisch, da sagt die deutsche Autoindustrie, das kommt so allmählich mal. Im Jahr 2025 so ein Viertel, 10 Jahre später nochmal 10% mehr und dann so ganz allmählich geht das. Ich glaube, das geht schlagartig. Das geht ganz radikal in kurzer Zeit. Und wenn ich einmal elektrisch gefahren bin, habe meine Elektrotankstelle, habe mich daran gewöhnt, dann will ich nicht mehr zurück. Ich meine, ich mag irren in vielen Stellen. Ich schaue nur mein eigenes Verhalten an und denke, wahrscheinlich wird das so sein. Und der Grund, warum ich dieses Thema überhaupt aufbringe, das ist Warren Buffett, Warren und Charlie in Omaha im Mai 2017, die Hauptversammlung. Ich war seit 22 Jahren zur Hauptversammlung von Warren Buffett. Früher war es noch sehr persönlich, da konnte man also hingehen, ihm noch die Hand schütteln und dann hat er einen Geldschein unterschrieben und das war alles sehr nett. Inzwischen gibt es da Leibwächter und es sind 40.000 Leute geworden. Der persönliche Touch ist ein bisschen weg, aber es lohnt sich zuzuhören. Und das kommt nicht laut daher. Da sagt nicht der Buffett, es steht eine Revolution bevor, sondern die plaudern so ein bisschen und dann plaudert er so ein bisschen über Automatisierung, Roboter. Und dann fragt er Charlie, was denkst du eigentlich, wenn so ein Mensch das gesamte Bruttosozialprodukt erzeugen könnte, was würde das für Auswirkungen haben? Und so entwickeln die spielerisch beim Vortragen revolutionäre neue Ideen. Und was spannend war dieses Jahr, war, dass Buffett über verpasste Gelegenheiten sprach. Ich habe alles gelesen von Buffett, über Buffett. Und ein Klassiker ist Errors of Omission, Errors of Commission. Ein Error of Commission ist, wenn ich etwas tue und es ist falsch. Also ich mache eine Investition und die geht daneben. Error of Omission, ich mache etwas nicht und hätte es mal besser machen sollen. Und Buffett hat immer dieses Beispiel von Walmart aus dem Jahr 1990 ungefähr. Da wurden ihm Aktien von Walmart angeboten und er sagt nein. Großer Fehler, hat ihn mehrere zig Milliarden gekostet. So, und dieses Jahr, es kam nicht so ganz deutlich rüber, aber im Prinzip hat er über drei verschiedene Menschen gesprochen, die er gut kennt und bei denen er nicht investiert hat. Ich fange mal an mit dem Sergey Brin.
Ich weiß noch sehr genau, wie die beiden über den Börsenprospekt von Google sprachen, als Google rauskam. Offensichtlich waren die beiden Google-Gründer, nicht Brüder, bei Buffett zu Besuch und haben gesagt, wir möchten an die Börse gehen, könnt ihr mal den Prospekt anschauen. Und der sagte dann öffentlich vor zigtausend Teilnehmern, ein guter Börsenprospekt, transparent, offen, klar, offensichtlich eine ehrbare Firma. Buffett hat nicht investiert. Dann sprachen die dieses Jahr über Jeff Bezos von Amazon. Und sie sagten eben, der hat nicht nur eine, der hat zwei Branchen revolutioniert. Den Einzelhandel und das Rechnen in der Datenwolke. Viele werden es nicht wissen, aber das sind die größten Anbieter von Rechenleistung auf der Welt in der Wolke. Und dann gucke ich nach vorne und sehe, na, kann man das sehen, hier ungefähr sitzt normalerweise der Bill Gates. Also auch dieses Jahr. Buffett kennt Gates seit 1994. Die haben sich sehr viel ausgetauscht, die reden unermüdlich miteinander. Buffett hat nie bei Microsoft investiert. Und dann habe ich drei verpasste Gelegenheiten. Ich habe unter den fünf größten Firmen hat er drei vor der Nase gehabt und verpasst. Er hat Microsoft verpasst, er hat Amazon verpasst und er hat Google verpasst. Und ich muss mal sagen, das ist ein ziemliches Eingeständnis von solchen alten Hasen, die ja, ach, um Geld geht es denen doch nicht. Buffett hat ein Privatvermögen von 60, 80 Milliarden irgendwo. Das reicht mal fürs Nötigste. Aber was nicht gesehen zu haben, was man hätte sehen können und hätte machen können, das wurmt ihn doch schon ein bisschen. Und wir haben uns dann im Team hingesetzt und mal überlegt, was ist eigentlich Erfolgsrezept von Buffett gewesen? Was ist das heutige Erfolgsrezept? Und was ist das der nächsten 10 Jahre? Und ich habe mal eine Liste gemacht, die ich fantastisch finde, weil das sind die Buffett'schen Branchen, wo man sagen kann, mit diesen Branchen macht man nichts verkehrt. Fangen wir an mit den Lebensmitteln. Ernährung. Der Mensch muss immer irgendwas essen. Das ist ein Naturgesetz, das wird uns nicht verloren gehen. Das heißt, wenn ich im Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz, Nahrungsmittel, Lebensmittelverteilung, Restaurantketten, wenn ich das mache, mache ich nichts verkehrt, weil das wird immer jedes Jahr ein bisschen mehr. Und wenn ich da in eine Firma aus den Branchen investiere, läuft das grundsätzlich mal für mich. Klassisch der Typ Nestle. Nestle wird nächstes Jahr auch noch da sein und in 10 Jahren noch da sein. Es war vor 100 Jahren schon da und es wird immer ein bisschen größer werden. Aber eben moderates Wachstum. Bewegung. Flughäfen, Eisenbahnhäfen, Nahverkehr, Spediteure. Buffett hat eine riesige Eisenbahnlinie, eine der 6 großen nordamerikanischen Eisenbahnlinien. Heute braucht man keine neuen Eisenbahnen mehr. Wenn ich die einmal habe, dann habe ich die für die nächsten 50 Jahre auch sicher. Aber Wachstum vielleicht 3% pro Jahr. Dann habe ich Kommunikation, das überspringe ich jetzt mal. Öl und Gas, das muss exploriert werden. Wir verbrauchen immer Energie. Buffett ist der größte Wind- und Sonnenenergiebetreiber in Nordamerika, darf man nicht vergessen. Also Strom braucht es immer, aber eben Wachstum vielleicht 2% pro Jahr. Gesundheit, je älter wir werden, desto kränker werden wir. Früher wurde zur Einführung der Rente, glaube ich, war die Restlebensdauer noch 1 Jahr, wenn ich mit 65 Rente bekam. Heute werden wir Mitte 80 im Regelfall. Das heißt, wir haben lange, lange Zeit, aber wir brauchen auch Pharmazeutika, wir brauchen eben Körperersatzteile, Hüftgelenke, alles Mögliche, Zahnimplantate, Hörgeräte, Brillen. Auch das ist ein stark wachsender Markt. Und so weiter. Wohlstandskonsum, Wohnungen, Vorsorge, Chemie, alles sichere Branchen. Von gestern. Heute sind ganz andere Branchen unter den Top-Aktien auf der Welt. Ich nehme mal Suchmaschinen. Google, Yandex, Yahoo, Bing, Baidu aus China. Die elektronischen Telefonbücher und ich nenne sie mal die Poesiealben. Facebook, LinkedIn und die ganzen Instagrams und solche Geschichten. Früher musste ich in der Schule immer so Poesiealben reinschreiben mit so einem Gedicht und so einem Einkleber. Heute macht man das mit Instagram und findet sich ganz toll. Internetkaufhäuser, Amazon, Alibaba und so weiter, Reisebüros, Netflix, Amazon, Prime, das sind alles die Dinge, die heute wichtig sind. So, und jetzt sagt Buffett, aber ich muss mich dahin stellen, wo der Ball hinfliegt und nicht da, wo er heute ist. Und jetzt für mich die Frage, wo fliegt der Ball hin in 10 Jahren? Da muss ich mich heute hinstellen. Und das ist diese Liste. Ich gehe mal Punkt für Punkt ein bisschen durch
und gehe dann später auf ein Thema speziell ein und bringe am Ende noch ein paar Highlights aus anderen Branchen, die einfach unglaublich sind. Ich fange mal an bei dem selbstfahrenden Auto. Die Technik ist heute im Grunde schon da. Da sind die Deutschen auch gar nicht schlecht. Technologisch sind wir da gut aufgestellt. Im Prinzip brauche ich da Sensoren. Also ich muss schauen, nochmal Radar, LiDAR, optisch. Ich brauche eine Datenverarbeitung dafür. Die kommt heute von Firmen wie Nvidia zum Beispiel. Dann muss das zurückgespeist werden ins Auto in Lenkbefehle oder Bremsbefehle oder der Airbag muss ausgelöst werden. Dann brauche ich ein GPS-System dafür. Die Komponenten sind alle da und ich bin mir sicher, dass im Jahr 2025 kein Auto mehr angeboten wird, das nicht selbst fahren kann. Da gibt es verschiedene Niveaus des Selbstfahrens. Kann ich das Lenkrad komplett weglassen oder muss noch ein Lenkrad da sein? Kann es bei jedem Wetter fahren oder nur bei gutem Wetter? Aber im Prinzip kann so ein Audi A8 heute schon im Prinzip autonom fahren. Man lässt aber noch mal ein Lenkrad dran und gibt nicht voll alle Möglichkeiten frei. Das sind auch versicherungstechnische Fragen dabei. Aber technisch geht es. Und meine These, Lkw-Fahrer in den USA werden die ersten sein. Es gibt heute 1,6 Millionen Lkw-Fahrer in den USA. Und überlegen Sie, das sind ja viele Selbstständige. Ich mache ein Angebot, Fracht von Ost nach West, biete 5 Tage Lieferzeit an und mache einen Preis. Und dann hat der Nachbar einen selbstfahrenden Lkw und der bietet 3 Tage Lieferzeit an, weil der fährt die Nacht durch. Ja? Und ich brauche nur einen Personal, also einen Fahrer, weil das Ding, ich lege mich nach hinten und das Ding fährt dann weiter durch die Nacht durch. Überlegen Sie mal, der ökonomische Anreiz ist massiv zu sagen, ich will jetzt einen selbstfahrenden Lkw, weil es mich wettbewerbsfähiger macht. Ja, und wenn der Anreiz da ist, dann wird es auch so kommen wahrscheinlich. Nebenfolge, Unfälle und Reparaturen werden 90% zurückgehen. Meine Frau hatte neulich einen Mini-Unfall an der T-Einmündung. Die kam da, guckte nach links, da blinkte jemand rechts um die Ecke, guckte nach rechts, da war frei, sie bog ab, aber dieser Blinker war nicht so gemeint gewesen. Das Auto fuhr geradeaus weiter, meine Frau raste da rein. Ein selbstfahrendes Auto hätte das sensorisch sofort wahrgenommen, weil das kann da in alle Richtungen schauen, oder? Das kann rechts und links schauen, sieht, da kommt etwas und bremst sofort ab. Den Unfall hätten wir uns sparen können und darum freuen wir beide uns schon heute drauf auf das selbstfahrende Auto. Auch weil man nach der Party dann auch mit einem Glas Wein dann zurückfahren kann, das hat schon Vorteile. Das elektrische Auto, da werde ich gleich nochmal vertiefen. Denken wir uns aber das elektrische Auto noch ein bisschen zum Ende durch. Also warum das so kommen wird, werde ich gleich sagen. Es wird zu einem Überangebot an Öl führen. Ja, wenn wir in 10 Jahren einen bestimmten Anteil Elektromobilität haben, die Tankstellen brauche ich nicht mehr. Und was passiert dann im Nahen Osten, wenn die Ölländer ihre Förderung nicht mehr loswerden? Das wird heiß, kann ich Ihnen sagen. Die Saudis haben dann nichts mehr zum Verteilen und zum Befrieden in der Region. Das wird die Machtgefüge auf der Welt verschieben und Probleme auslösen. Dann haben wir das Thema Internet of Things, Big Data, das lesen Sie auch alle. Ich sage mal, die sehende Straßenlaterne. Wir haben über 10 Millionen Straßenlaternen in Deutschland. Die können alle gucken, oder? Oder die könnten gucken. Die könnten schauen, wie das Wetter ist und wie viele Passanten vorbeigehen und welche Passanten vorbeigehen und welche Autos vorbeifahren und wie schnell sie fahren. Überlegen Sie mal, 10 Millionen Straßenlaternen vernetzt miteinander, klug ausgewertet. Gesundheitsüberwachung im Pflaster oder im Smartphone. Und dann heute das allumfassende Smartphone. Wenn Sie heute auf Google Maps den Stau sehen, dann deswegen, weil Maps aus Ihren Telefonen weiß, ob sich Ihr Auto bewegt oder nicht. Ich habe selber kein Smartphone. Ich glaube, bin da auch eine Rarität. Aber hätte ich eins, dann würde es ja laufend funken, wo es gerade steckt. Ja, ist immer mit den Funkmasten verbunden und es bewegt sich durch die Landschaft, wenn ich fahre und dann plötzlich steht es still. Und da steht noch eins still und noch eins und Google weiß, aha, da ist ein Stau. Ja, so funktioniert das im Prinzip. Das heißt, aus den Smartphone-Bewegungen kann ich schon sehen, was ich tut. Und dann schaue ich doch mal in einer Shopping-Mall, wo bewegen sich die Smartphones eigentlich? Gehen die jetzt in den Edeka rein oder in den Rewe oder gehen die in Zara rein? Wo bewegen die sich? Wie lange bleiben die dort drin? Wann gehen sie wieder raus? Und dann habe ich Konsumverhaltensmuster.
Und dann ist in der Kleidung ja, sind ja diese kleinen RFID-Chips drin. Und angeblich, ich habe es doch selber nicht gesehen, weiß Zara, welche Sachen aus dem Regal genommen werden und in die Umkleidekabine und welche zur Kasse gehen und welche wieder ins Regal zurückwandern. Und jetzt bin ich jetzt der Chef von Inditex und sage, was machen denn unsere grünen Pullover? Oh, die werden alle wieder zurückgelegt. Und die roten gehen zur Kasse. Da kann ich schon den Auftrag für die roten Pullover erteilen, bevor überhaupt die Kassenbuchung gemacht ist. Und das ist praktisch Wochen, bevor SAP irgendwas davon erfährt. Also, faszinierend. Ja, dann haben wir die Satelliten, die machen was Ähnliches. Ich kann heute schon locker Satellitenbilder mir einkaufen. Also, wir machen es nicht, weil wir nichts damit anfangen können. Aber ich kann sagen, bitte miss mir bitte auf den Parkplätzen vor dem Rewe oder vor dem Alkauf oder wo auch immer, vor dem Lidl, wie viele Autos stehen da. Und ich möchte gerne bitte alle 2 Stunden eine Zählung haben und das gemeldet haben. Tag und Nacht, sag mir, wie viele Autos sind. Da kann ich sagen, wie der Umsatz von Lidl nächsten Monat ist, oder? Noch bevor die ihn abgerechnet haben, nur allein aus den Autos, die davor stehen. Ich war neulich auf einem landwirtschaftlichen Gut in Norddeutschland. Und da sagte mir das war ein Family Office und wir haben da in Landwirtschaft investiert. Und er sagte, wenn ich nicht morgens auf meine Satelliten schauen könnte, wüsste ich nicht, wie es auf den Feldern aussieht. Ja, und er sagte, und neulich hatte ich mal, da wo immer ein Teich waren, waren plötzlich 2 Teiche. Und da dachte ich, was ist denn da los? Da war ein Wasserrohr geplatzt. Und dann fährt er hin und macht das. Und er sieht, wo die Schädlinge sind und er sieht, wo es überdüngt ist und wo die Ernte reif ist. Das ist schon ziemlich unfassbar. Dann haben wir den ganzen Themenbereich personalisierte Medizin. Ich nehme mich selber als ein praktisches Beispiel. Ich finde das ja immer klasse, wenn ich alles erfahren kann über mich selber. Also habe ich vor etwa 5 Jahren mal eine Spuckeprobe eingeschickt an die Firma 23andMe in Amerika. Und die haben mir dann nach ein paar Wochen zurückgeschrieben, welche Krankheiten ich kriegen werde und mit wem ich verwandt bin. Das ist schon wirklich interessant. Und zwar, also meine Frau hat es zeitgleich gemacht. Die hat deswegen etwas Sorge, weil in ihrer Familie, in 2 Familienzweigen, eine erbliche Krankheit ist. Und sie wollte einfach wissen, hat sie die oder hat sie die nicht? Stellt sich heraus, sie hat sie nicht. Und meine große Frage, kriege ich Alzheimer oder kriege ich kein Alzheimer? Und es kam raus, die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit ist bei mir reduziert. Aber es kam auch raus, dass ich eine Wahrscheinlichkeit habe für Vorhofflimmern. Ich schreibe das meinen Geschwistern, habe das gerade gemacht und da meldet sich ein Bruder, ja, Vorhofflimmern, da habe ich ein Problem, da bin ich in Behandlung. Ja, also aus der Genanalyse kam raus, welche Krankheiten bei mir in der Familie unterwegs sind. Manche brechen aus, manche brechen nicht aus, aber es ist gut, es zu wissen. Und vor ein paar Wochen hatte ich vorsorglich Ibuprofen eingenommen und plötzlich habe ich einen roten Hausausschlag. Dann gibt es zum Glück einen Test aus Frankfurt, der ist Stratifarm. Ich gehe zur Apotheke, Spucke abgeben und es stellt sich heraus, ich habe eine Ibuprofen-Überempfindlichkeit. Diese Firma kann herausbekommen für 300 klassische Medikamente, wie mein Körper sie abbaut und wovon ich mehr und wovon ich weniger nehmen sollte. Und das ist speziell bei Depressiva, bei Krebs und so weiter ungemein wichtig, von vornherein zu wissen, wie die Dosierung sein muss, damit nicht schief geht. Also das ist Stichwort individualisierte Medizin, ist heute schon da. Ich meine, das ist keine Zukunftsvision. Aktuell haben wir diese krebszellenspezifische Immunbehandlung, die gerade sehr, sehr stark ist. Da habe ich ein paar Investments gemacht. Bisher läuft die Krebsbehandlung sehr stark mit menschlichen mit monoklonalen Antikörpern, die sich die Krebszellen raussuchen und attackieren. Neuerdings, seit etwa 6 Wochen, gibt es Medikamente, die wirklich körperindividuell trainiert werden. Da werden also T-Zellen auf die körpereigenen Krebszellen trainiert. Und die, wenn ich eine Heilung bekomme, in etwa 70-80% der Fälle, ist die Heilung vollständig. Da bleibt nichts mehr. Das flammt auch nicht wieder auf, der Krebs ist weg, der Körper ist trainiert auf diese Krebszellen. Die Behandlung ist immens teuer. Novartis verlangt dafür $475.000, aber wenn es um Leben oder Nichtleben geht, ist so eine 500.000
gut investiertes Geld. Weiterer Themenblock, dezentrale Buchhaltung und Kryptowährungen. Max Otter hat gerade über Bitcoin gesprochen. Da will ich gar nicht groß drüber sagen. Ich sage nur, vor einem Jahr habe ich für 400 Euro den ersten Bitcoin gekauft. Stand heute ist 4.700. Es war eine gute Investition. Ich habe in unseren Fonds mehrere Millionen damit verdient. Und für mich ist das zwar extrem schwer verständlich, aber Max, du sprachst über Vertrauen und verstehe ich das Ganze. Wenn ich heute einen Geldschein raushole und da steht Draghi drauf, dann ist meine Frage, wie viel Vertrauen habe ich in diese Unterschrift? Und von diesem Geldschein, wie viel hat er noch vor zu drucken? Bei Bitcoin habe ich ein mathematisches Protokoll, das sagt mir 21 Millionen, dann ist Schluss. Okay, ist mir auf alle Fälle sicherer als die Unsicherheit, dass die EZB da irgendeinen Unsinn macht. Ich habe mehr Vertrauen in Bitcoin und das mathematische Protokoll dahinter, als in die Integrität der Notenbanken. Kann man darüber streiten? Man muss es nicht teilen, die Meinung. Ich kann nur jedem raten, einfach mal eine Mini-Position an Bitcoins zu kaufen, einfach mal 100 Euro, 1000 Euro mal reinzustecken, um mal zu wissen, was das eigentlich ist. Das Thema wird uns nicht verlassen. Es wird Krisen haben, es ist ein Hype, natürlich, aber das Thema wird nicht verschwinden. Es ist besser, man beschäftigt sich damit, damit man auch eine Spur mitreden kann. Keine großen Beträge, einfach nur mal gucken, wie das so funktioniert. Das eigentlich Interessante an Bitcoin ist aber nicht das Bitcoin, sondern die sogenannte dezentrale Buchhaltung. Distributed Ledger heißt das. Bitcoin ist Belohnung für die Verschlüsselung. Und auf der Welt arbeiten derzeit ungefähr 6000 Computer, soweit ich weiß, und rechnen und verschlüsseln. Und wenn sie was verschlüsselt haben, bekommen sie als Belohnung Bitcoins. So entstehen die. Und die Rechenaufgaben werden immer komplizierter und die Belohnung wird immer kleiner, sodass irgendwann mal ein Anschlagpunkt erreicht ist. Da werden heute alle Buchungen, Bitcoin-Buchungen verschlüsselt. So ist das heute. Das heißt, ich kann jede Bitcoin-Zahlung, die jemals gemacht wurde, historisch nachvollziehen. Von der allerersten Pizza-Bestellung, die über Bitcoin abgerechnet wurde, bis zu meinem Kauf von gestern Vormittag zum Beispiel. So, damit kann ich aber alles Mögliche verschlüsseln. Ich kann nicht nur Transaktionen verschlüsseln, ich kann auch Überweisungen verschlüsseln. Ich könnte zum Beispiel mit diesem System Geldtransfers verschlüsseln. Ja, also muss ja nicht Bitcoin sein, kann ja auch Euro sein. Und überlegen Sie mal, da ist ein Gastarbeiter, der ist in Katar und baut an den Olympiastadien herum und der kommt aus Pakistan vielleicht. Und der hat eine Familie in Pakistan und der muss das Geld überweisen von Katar nach Pakistan. Da geht er zu Western Union, die sagen, kostet 15% Kommission. Sagt er, dann ist ja mein Geld schon fast weg. Was kommt denn an bei der Familie in Pakistan? Mit Bitcoin macht er das für null. Ja? Der nimmt das Geld, nimmt die Bitcoins, die er sich gekauft hat, und transferiert die kostenlos nach Pakistan. Da kann die Familie das rausholen und wieder einsetzen. Und überlegen Sie mal, was für ein Anreiz da ist, gerade für diese Wanderarbeiter auf der Welt, Bitcoin als Zahlungsverkehrsmittel einzusetzen. Und dann überlegen Sie mal, ich bin Chinese jetzt, und bin Exporteur und traue meinem Staat nicht, oder Inder, noch besser. Ich traue dem Staat nicht, der mir gerade die Geldscheine entwertet hat. Das ist ja nicht, wenn Sie da in der Situation sind, ist das nicht so lustig. Und er sagt, nie wieder traue ich diesem Staat, dass er mein Geld beschützt. Ich lasse mich das nächste Mal zum Teil in Bitcoin bezahlen. Und dann baut sich da ein Guthaben auf bei diesem Inder oder Chinesen oder Russen oder Koreaner. Und dann wird das mehr und mehr und dann sagt er, jetzt will ich das Geld auch ausgeben. Dann fährt er nach London und kauft sich eine Immobilie, oder? Und zahlt ihn mit Bitcoin. Und der Verkäufer sagt, mit den Bitcoins könnte ich ja Aktien kaufen und so weiter. Und so entsteht ein Parallelsystem, meiner Ansicht nach, parallel zu den Notenbanken als echte Bedrohung und Alternative der Notenbanken. Man kann darüber streiten, ob er es mag oder nicht mag, aber es wird kommen. Was ich aber auch machen kann, ich kann Aktien damit kaufen, also IBM hat da Projekte in dem Bereich, also es gibt ja nicht nur Bitcoin, es gibt ja viele Alternativen. IBM, Microsoft, die arbeiten alle mit diesen Technologien für den Zahlungsverkehr. Ganz interessant, Containerverkehr, die Reederei Maersk, die größte Containerreederei der Welt, arbeitet mit IBM an der Frage, können wir den Containerverkehr mit der Blockchain abwickeln,
weil sie dann etwa die Hälfte der Kosten einsparen. Ja, also das sind Veränderungen, die sind gewaltig. Dubai möchte, glaube ich, das Einwohnermelderegister auf dieses System umstellen. Ich glaube, in Estland ist einiges, glaube ich, schon auf diese Weise gebucht. Also das wird Realität werden, gewöhnen wir uns besser dran. Dann nochmal das Thema künstliche Intelligenz, das ist ja ein Spezialthema von mir, weil wir selber seit etwa 3 Jahren an der Stelle arbeiten. Fotos werden automatisch geschönt, das kennen Sie alle. So ein neues Google-Smartphone, die Kamera, bevor Sie schon das Foto gemacht haben, weiß sie ungefähr, wie das Motiv aussehen wird, ob es ein schönes Bild ist und mit welchem Bildbearbeitungsprogramm man das ganze Ding fertig macht. Also die Dinge antizipieren heute schon aus den Bildern heraus, wie das optimale Bild aussehen soll, korrigieren das. Das ist noch trivial. Telefonate werden live übersetzt. Hier in Köln ist eine super Firma, die heißt DeepL. Die hat die beste Übersetzungssoftware der Welt, meiner Ansicht nach. Sie geben dann deutschen Text ein, der kommt auf Englisch, Spanisch und so weiter raus. Google hat diese Woche vorgestellt einen Übersetzungscomputer, den ich ins Ohr stecken kann. Deutscher Text rein oder französischer Text rein, deutsche Sprache raus. Mit 1 Sekunde Verzögerung. Da ist noch viel Murks dabei. Im Moment lachen wir noch drüber. Aber in wenigen Jahren werden wir uns daran gewöhnen, dass mein Smartphone oder irgendein Computer live aus einer fremden Sprache für mich übersetzt. Wir machen es im Büro manchmal, wir machen viel mit Skype. Da kann ich heute schon bei Skype Video eingeben, in welcher Sprache mein Text rauskommen soll. Dann rede ich mit einem Kollegen und dann sage ich, bitte gib das mal in Französisch aus. Hört sich lustig an, dann gibt es in Arabisch aus, da wissen wir nicht, ob es gut oder schlecht ist. Aber ich kann in beliebigen 6, 7 Sprachen live meine Texte übersetzen lassen. Das war vor 20 Jahren Science Fiction, das ist heute. Ja, und dann haben wir natürlich, ich habe hier die elektrischen Seehunde, und dann heißt es ja, der Mensch, der ist natürlich unersetzlich, wenn es um den Kundenkontakt geht. Bei so Computerleistungen, da sehen wir den Computer schon. Ich habe hier diesen elektrischen Seehund da mal reingenommen, der heißt Paro, den gibt es in Japan. Und er wird bei Demenzkranken zum Beispiel eingesetzt. Das ist so ein kleiner weißer Seehund. Und dann kann man mit ihm reden und dann maunzt er so ein bisschen zurück und wackelt mit dem Kopf und so weiter. Wirklich ein süßes Ding. Ich habe den mal in der Hand gehabt. Und der Unterschied ist, der Mensch hat die Geduld nicht. Ja, also wenn ich mit einem Demenzkranken da zusammen bin, nach einer halben Stunde, da kann man nicht mehr. Und eine Katze, die auf dem Schoß sitzt zum Kraulen, die springt nach 20 Minuten auch vom Schoß. Dieser Roboter hat den ganzen Tag Geduld. Und dann wird es schon komisch, denn in Japan gibt es eine Software, ich glaube, das ist ein kleines Hologramm, das habe ich da neben dem Bett, das scheint dann auf. Und ich stelle mir vor, wenn jetzt hart arbeitender japanischer Junggeselle in einer Karrierebetrieb und dieses Hologramm begrüßt mich mit einer netten weiblichen Stimme. Good morning, how are you doing? Ich denke, danke, dass du mich so nett begrüßt und you look sleepy, why don't you drink a coffee? Und dann denkt man, das ist doch nur eine Maschine, aber man hat ein menschenähnliches Verhältnis dann dazu. Und dann ruft das Ding dann abends an, you're not home again, you're not back home, where are you staying? Und dann, ja, ich muss von der Arbeit wieder nach Hause. Es ist so blöd, aber diese Roboter haben eine suggestive Wirkung auf uns Menschen. Gewöhnen wir uns daran, dass die im Kundengeschäft in der Nähe zum Menschen eine wichtige Rolle einnehmen werden. Dann ist das Thema Landwirtschaft, das ist das Thema, das im Moment massiv interessiert. Wir nehmen uns ja immer Themen vor, die wir durcharbeiten. Und man denkt immer, Landwirtschaft, naja, das ist ja noch was Schönes, da sind die Kühe auf den Feldern. Ich war jetzt vor einer Woche in Altstetten auf dem Viehmarkt. Das ist klasse, wenn die Appenzeller Bauern da stehen und die Ziegen da preisgekrönt werden und die Jungbullen ausgezeichnet werden und dann Tracht noch alles und da denkt man, das ist doch schön romantisch. Aber ehrlich gesagt, die Romantik, die ist ziemlich weg. Wieder mal auf dem Bauernhof, da in Norddeutschland, die Kühe. Vor einem Jahr wussten wir nicht, der Landwirt wusste nicht, welche Kühe, wie gut es denen geht und ob die heute getrunken haben und gegessen haben. Die haben inzwischen alle Computerchips. Das heißt, ich weiß genau, wo gerade die Kuh steht, ob sie gerade trinkt, ob sie frisst, ob sie Milch gegeben hat und so weiter. Die Viecher sind computerisiert. Roboter ernten die Äpfel. Da fährt so ein Roboter vorbei an diesen Apfelbäumen, die sind ja aufgespannt, das sind ja keine Bäume, sondern das sind ja praktisch Apfelsträucher, fährt vorbei, guckt sich jeden einzelnen Apfel an, guckt, ist der reif, ist der nicht reif,
greift da rein, wenn die Frequenz stimmt und legt den sauber ab, ohne dass etwas braun wird dabei. Und ganz modern, senkrechte Landwirtschaft, da gibt es eine Firma, die heißt Plenty in New York, die haben senkrechte Gewächshäuser. Ja, da tropft das Wasser von oben nach unten durch, da ist kein Ungeziefer mehr drin, das kommt auch gar nicht mehr rein. Die Bestrahlung ist wirklich pflanzenspezifisch, je nach Reifegrad unterschiedliches Licht. Kostet im Moment noch ein bisschen viel, aber für Großstädte perfekt, da geht nichts verloren, da wird nichts faul und es schmeckt angeblich auch noch gut. Robotik, klar, die T-Shirts aus dem Computer und dann noch ein Thema Quantencomputer, da werde ich Ihnen nachher noch ein Bild zeigen. Es ist einfach sowas von unglaublich, das muss ich an dem Bild erläutern. So, warum ist das Ganze so phänomenal? Warum so atemberaubend und warum glaube ich, dass hier wirklich eine Zeitenwende bevorsteht? Das hängt mit exponentiellen Entwicklungen zusammen. Ich habe mal zwei Autos aufgezeichnet. Das eine beschleunigt jede Sekunde um 10 Stundenkilometer. So, und dann fährt es 10 Stundenkilometer, 20, 30 und dann hat es irgendwann mal die 100 erreicht nach 10 Sekunden. Das kennen wir. Und nach 15 Sekunden 150 Stundenkilometer. Und dann habe ich mal ein hypothetisches, exponentielles Auto aufgezeichnet. Das beschleunigt jede Sekunde um den gleichen Prozentsatz, etwa 50%. Fährt mit 1 Stundenkilometer los, 1,5, 2¼, 3,5. Also das eine Auto ist schon, das alte Auto ist schon weg und das andere, das ist immer noch wie ein Schnecker am Anfang. Und dann wird das mehr, dann wird es schneller und schneller und schneller und schneller. Beschleunigt also jede Sekunde um den gleichen Prozentsatz. Nach 10 Sekunden sind die gleich schnell, 100 Stundenkilometer, und dann hebt das andere Ding ab und beschleunigt. Bis hierhin lachen wir. War wohl nichts mit dem exponentiellen Auto. Und dann nimmt das eine Fahrt auf, die unglaublich ist. Und viele von den Dingen, die wir derzeit beobachten, sind exponentielle Trends, die uns als Menschen, wo am Anfang lachen, naja, braucht noch eine Zeit. Und dann geht das in einem Tempo ab, dass es die Welt verändert. Und da habe ich vier Beispiele. Das ist bei den Kosten für die Solarpanels. Schauen Sie mal hier, das ist nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern es steht 0,11100. Das ist eine exponentielle Skala. Ich habe es bei den Kosten der Gensequenzierung. Das war mal eine Milliarde. Wir sind jetzt bei $1,000. Und in China kriegen sie für die Neugeborenen für $995 oder sowas einen Gentest. Das komplette Gen wird ihnen sequenziert. Von 1 Milliarde auf $1,000 in 17 Jahren. Dann haben wir hier die Kosten für die Speicherchips. Das kennen Sie alles, USB-Sticks und so weiter. Das wird immer billiger. Und die Batteriekosten, die werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Das heißt, die Sonnenenergieproduktion wird gnadenlos billig werden in den nächsten Jahren. Genauso wie die Kosten der Sequenzierung, genau wie die ganzen Computerkosten. Und im Moment finden wir das so ganz okay und irgendwann mal wird das so grottenbillig, dass jeder es sozusagen am Kiosk holen kann. Drei Effekte kommen zusammen. Ich habe eine Technologie, ich habe eine Kostengeschichte und Volumina. Kosten haben wir gerade drüber gesprochen, Computer, Datenspeicherung, Solarzellen, Batteriekosten, Sensorik, Kameras und so weiter. Die Volumina, das sind die Menschen, die Gene, die Geodaten, die Autos, die Bilder, die Musikstücke, die Smartphones, die Finanzdaten. Und dann habe ich die technologischen Durchbrüche. AI, künstliche Intelligenz, dann CRISPR. CRISPR ist die Technologie, um Gene zu manipulieren. Gestern oder heute war die erste Meldung da zu einer Kuh ohne Hörner. Da kann man einfach in das Gen reingreifen, sagen, das Hörnergen stelle ich aus, da kommen Kühe raus, die keine Hörner mehr haben. So, ganz einfach geworden. Die Blockchain, das Internet, die Satelliten, Virtual Reality. So, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, Technologie, Kostenverfall und Volumina, dann passiert etwas, was man Lollapalooza nennt. Der Kollege von Warren Buffett, der Charlie Munger, sagt Lollapalooza, wenn so zwei, drei Sachen aufeinander kommen und sich gegenseitig beschleunigen, sodass einfach das eine Riesenveränderungswirkung hat. Und ich kann beliebige Dinge von links, rechts und unten nehmen und das kombinieren und dann überlegen, was hat das für eine Bedeutung. Ich kann GPS und Miniaturisierung, Sensorik und Menschen zusammenfügen und gucken, dass ich alle Menschen überwachen kann und so weiter. Gesichtserkennung, wahnsinnige Dinge. Ich will aber nur ein Thema rausgreifen, das ist die E-Mobilität.
Denn ich bin ja kein Zukunftsforscher, ich bin ja Investor. Und der Grund, warum wir hier sitzen, ist, wir reden über das Investieren. Das heißt, ich muss meine üblichen Werkzeuge anwenden. Aktien mit Wertschöpfung in den richtigen Branchen, da die Gewinner mit dem guten Management. Was aber neu ist, dass ich sage, ich brauche auch die unvermeidbaren Trends. Ich muss die Firmen finden, die im Jahr 2025 die Marktführer in diesen neuen Branchen sind. Wer ist das? Das ist meine Frage. Und wir haben vor 3/4 Jahr angefangen, wir haben gesagt, lass uns mal das Batteriethema durchrecherchieren. Und dann habe ich in Indien ein paar Experten beauftragt, die haben eine Studie gemacht und ich dachte, da kommt nichts mehr raus. Batterie, das wird eine Ewigkeit dauern. Und im Laufe dieser Studie, die uns etwa, wir haben so 100.000 Euro ungefähr dafür ausgegeben, für die ganzen Expertengespräche, hat sich mein Weltbild komplett gedreht. Ich habe mit etwa 10 Experten auf der Welt gesprochen, also verteilt über die gesamte Welt. Und meine Schlussfolgerung ist die folgende. Es ist nur noch eine Frage des Wann, nicht mehr des Ob, wann das Elektroauto das Konventionelle verdrängt hat. Und zwar folgende Logik, das hat mit grüner Ideologie gar nichts zu tun. Es hat was mit China zu tun. China hat eine große Luftverschmutzung. Die wollen die Luft sauber kriegen, weil ansonsten ihre Kinder nicht mehr lange leben. Die dreckige Luft macht die Kinder in China krank, natürlich auch die Erwachsenen. Die müssen da dran gehen, gerade in Großstädten. Die wollen das Elektroauto. Sie wollen auch die westliche Autoindustrie links überholen. Die Chinesischen schaffen es nicht, einem deutschen Bosch-Ingenieur und einem Audi-Motorenbauer irgendwas beizubringen. Da ist einfach der Vorsprung zu groß. Aber bei den Elektroautos, da können sie das mit Leichtigkeit machen. Denn Deutschland hat keine Expertise bei Elektroautos. Und darum sagen die, das ist das Feld, da greifen wir den Westen mal an und machen euch alle. Und ich glaube, das kommt mit einer großen Macht und einer großen Entschiedenheit. Und darum bauen die Chinesen derzeit unglaubliche Mengen an Batteriefabriken. Ich zeichne das gleich auf einem Bild. So, macht das überhaupt einen Sinn? Und wenn man sich das mal überlegt, ja, es macht eine Menge Sinn, denn das Elektroauto ist viel, viel einfacher in der Konstruktion als ein konventionelles Auto. Viel einfacher, ich zeichne das gleich auf dem Foto. Die Betankung mit Strom ist billiger. Es hat praktisch keine Wartung. Also Tesla hat keine Werkstätten. Nur die Batteriekosten sind noch zu hoch. Wenn die mal unten sind, dann rechnet sich das und weil die Mengen steigen, fallen die Preise und spätestens ab 2022 sind die Elektroautos billiger. Und wenn Sie einmal den Wechsel gemacht haben, vom Röhrenfernseher zum Flachbildschirm, von der Filmkamera zur Digitalkamera, vom Kassettenrekorder zur MP3, dann gehen Sie nicht mehr zurück. Wir haben ja in Frankfurt die IAA, das ist ja eine schöne Sache, und da habe ich mal 2 Stände fotografiert. Das ist ein japanischer Stand mit einem Hybridmotor und das ist der Stolz, glaube ich, eines jeden Ingenieurs, so ein kompliziertes Vehikel in die Serie zu bringen. Das sieht doch super aus hier, ne? Die ganzen Teile und Rohre und Schrauben und Einspritzungen und Steuerung, großartig. Und dann ist die Firma Bosch da, die sagt, das können wir auch so klein machen. Das ist das Bosch, also der Antrieb mit dem Getriebe, den Bosch jedem anbietet, der ihn haben möchte. Und ich habe gefragt, wer ist denn der erste Kunde, liebe Bosch-Leute? Und die sagten, ab 2020 sind wir damit in China in Serie. Die Chinesen sind die ersten Käufer. Die sagen, ich kaufe deutsche Bosch-Motoren, um in China Elektroautos herzustellen. Da hinten ist der Batteriepack. Also es ist einfach eine große Fläche, wie so ein Türrahmen irgendwie. Aber mehr brauche ich doch gar nicht, oder? Und sowas kostet 4.000 Dollar ungefähr in der Produktion, das kostet etwa 2.000. Ich halbiere die Kosten für den Antrieb. Ja, warum brauche ich denn noch einen Der ganze Aufwand, den kann ich mir sparen. Und ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass bei Bosch keine Zündkerzenforschung mehr stattfindet und auch keine Einspritzdüsenforschung. Die Forschung ist eingestellt. Weil man sagt, das hat keinen Sinn mehr, das ist verlorene Energie, die wir da reinstecken. Gehen wir gleich auf die neue Technik. Das sind die Kostenkurven für die Batterie. Da sagen wir immer noch viel zu teuer und so weiter. Der Batteriepreis war im Jahr 2010 etwa 1.000 Dollar pro Kilowattstunde. So eine Kilowattstunde ist ungefähr wie ein Liter Benzin im Tank. So ein großer Tesla hat 105,
ein kleiner Nissan hat 15, also ungefähr wie eine Tankfüllung. 1000 Dollar, da weiß ich, bei 105 kostet 105.000 Dollar die Batterie im Jahr 2010. Wir sind aktuell irgendwo bei 200 und angeblich kauft Volkswagen die Batterien ab 2020 für 83 Dollar pro Kilowattstunde ein. Die können auch die Kosten drücken. 83 Dollar und damit ist diese Kurve, die ich hier sofort gemalt habe, wahrscheinlich viel, viel steiler und es geht viel, viel schneller. Für 83 Dollar ist das Elektroauto, schlägt es das Konventionelle. Und ich brauche mir nur diese Kurve anzugucken und sage, es wird so kommen, da brauche ich gar nicht zu diskutieren darüber. Und das Bild, das mir die Augen geöffnet hatte, das hatte ein Experte mir gezeigt, ein von der Uni in Aachen, von der Hochschule in Aachen. Das ist das, was Tesla gerade baut, diese Riesenfabrik von Tesla mit 35 Gigawattstunden. Also die fügen zur heutigen Batteriekapazität der Welt 50% oben zu, 35 in Amerika und etwa 170 kommen in China dazu. Und wenn Sie das angucken, dann wissen Sie, wo der Wettbewerb in den nächsten Jahren herkommen wird. Diese Batterien, die kommen in die Autos rein und es ist Industriekrieg, der da stattfindet. Ab 2019 wollen die Chinesen 10% Elektroquote haben. China ist einer der größten Automärkte, 25 Millionen Autos, macht 2,5 Millionen Autos. 2,5 Millionen Autos, die kann VW und BMW nicht produzieren. Die haben die Kapazitäten gar nicht. Können nicht, geht nicht. Aber die Chinesen haben sie. Und da können Sie sicher sein, dass da große Serienproduktionen kommen und hier die Preise kaputt machen. Und dann kommt jetzt der Chef von den Dyson-Staubsaugern und sagt, er macht jetzt auch ein Elektroauto. Er braucht 1 Milliarde oder 2 und dann hat er auch ein Elektroauto. Und die Deutsche Post, der ich sozusagen aus meiner Kenntnis des Briefverkehrs nicht so wahnsinnig viel zutraue, die kann einen Elektroscooter bauen, der ihnen aus den Händen gerissen wird. Ich weiß nicht, ob das Ding doll ist oder nicht, aber sie können das. Die deutsche Autoindustrie konnte und wollte es nicht. So, und wenn das die Deutsche Post kann und wenn das ein Arbeitskollege von mir kann, der sagt, ich baue jetzt auch mal ein Elektroauto und wenn das der Herr Staubsauger Dyson kann, dann können das alle. Dann kann das auch ein Aldi und dann kann das auch ein Hermes oder Louis Vuitton. Ja, und dann wird es eben ganz neue Spieler am Markt geben und da wird auch BMW noch dabei sein und Daimler, aber es gibt 10 oder 100 neue Anbieter am Markt. Und ich warte auf den Moment, wo dann eben Aldi eine ganzseitige Anzeige zeigt, 100.000 Elektroautos ab Montagmorgen, Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Und die Elektrotankstellen bieten wir Ihnen mit dazu, wenn Sie zu uns zum Tanken kommen. Sie haben 2 Jahre lang freies Tanken auf unseren Parkplätzen, wenn Sie da auch gleichzeitig bei uns einkaufen, oder? Ergibt doch Sinn, oder? Ist doch nicht unplausibel. Und dann haben wir typische Diskussionen mit den Deutschen. Oh, da muss man aber erst, oh, und dann ist das und die Reichweite 400, das muss 600. Ja, wir Deutschen können viele Probleme sehen, aber das wird einfach kommen. Nicht überall und flächendeckend, aber es wird schneller kommen, als wir glauben. Und darum habe ich auch keine deutschen Autoaktien mehr. Ich habe stattdessen einen Chinesen drin. Für mich die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich schon so super clever bin und habe das ganze Geld für die Studien ausgegeben, was bedeutet das für unseren Fonds und für die Investments? Und wir haben gesagt, wir brauchen den Rohstoff, das muss verarbeitet werden, das Auto muss zusammengebaut werden und es muss recycelt werden. Wer sind denn da die Spieler? Damals noch die SQM, das ist ein chilenischer Lithiumproduzent. Wir haben die Umicore, ein belgischer Kathodenhersteller. Das Zeug muss ja gewickelt werden. Wir haben gestern gekauft die Firma Vesco. Wo ist die hier drauf? Nee, ist nicht hier drauf. Die macht die Separatoren, also die kleine Folie, die die beiden Hälften der Batterie voneinander trennt, wenn das gewickelt wird. Die Autos, da haben wir die BYD. Das Auto muss Augen haben, es muss schauen, es braucht Sensoren. Gibt es Firmen wie Infineon oder Continental oder Hella zum Beispiel. Es braucht Nervenleitung, das muss Ganze durch das Auto durchgeleitet werden. Es muss verarbeitet werden, das muss ein Hirn da sein, das diese Steuerung macht. Zum Beispiel Nvidia. Der Weg von A nach B muss berechnet werden. Macht Google, TomTom, Amazon, Garmin. Das Ganze wird abgerechnet, weil ich mir vielleicht das Auto nur für ein paar Stunden miete und dann wieder zurückgebe. Es muss getankt werden, das macht vielleicht eine EnBW, die sagt, ich mache den Aldi-Parkplatz, stellen den Strom zur Verfügung und es muss wieder recycelt werden, da sind wir wieder Umicore. Und so versuchen wir praktisch aus so einem Zukunftsthema zu sagen, überall muss jemand was produzieren, wer sind die Produzenten und wer sind die Produzenten, die auch in 10 Jahren noch zu den Marktführern gehören werden. Wie bei die, nur als Beispiel, den Text brauchen Sie nicht zu lesen, da ist der Buffett schon seit 10 Jahren investiert,
Das ist der größte Elektroautohersteller der Welt. Staatlich protegiert natürlich so ein bisschen. Die Chinesen wollen, dass das ein starker Spieler wird. Und das ist einer der Gewinner, die machen Batterien und sie machen eben die Elektroautos auch. Hier sind immer die Stückzahlen weltweit, ist BYD an erster Stelle, vor Tesla. Und die verdienen Geld, die verdienen kein Geld. Dann kommt VW und so weiter. SQM ist der chilenische Lithiumproduzent. Es gibt reichlich Lithium auf der Welt, aber das sind die billigsten. Das sind die Produktionskosten für Lithium und SQM ist der absolut billigste Lithiumproduzent. Die holen das in der Atacama-Wüste von der Oberfläche runter. Die brauchen nicht zu buddeln und kein Gestein aufzuarbeiten. Das liegt da praktisch offen herum. Dann haben wir eine Firma wie Infineon. Die ganzen Ströme, die durch das Auto steuern, die muss man ja an- und abschalten können und steuern können. Infineon hat die Leistungselektronik, also wo auch mal richtig ein bisschen Saft durchgehen kann. Ein Computer hat ja keine also da ist ja nichts drin. Aber wenn ich da mal richtig Kilowatt da durchjage, dann muss das verarbeitet werden. Und Infineon hat die Computerchips dafür. Also ein Beispiel. Und Infineon hat auch Sensorik, das ist der sogenannte Real-3-Chip. Damit kann ich 3D, meine Umgebung in 3D erfassen. Da werden kleine Lichtstrahlen ausgeschickt, 100.000 Lichtstrahlen. Dann misst das System, wie lange der Lichtstrahl braucht, um zurückzukommen und berechnet daraus die Entfernung. Und da können Sie dann mit der IKEA-App können Sie durchgehen und den Raum vermessen und dann die Möbel einmessen. Oder Sie können es zum Autofahren einsetzen. Und jetzt noch ein bisschen schöne neue Welten, ein paar Schaubilder von anderen Branchen, die das oder von anderen Themengebieten. Hier nochmal Nvidia, auf YouTube finden Sie da fantastische Videos, wie das selbstfahrende Auto von Nvidia funktioniert. Im Prinzip ist das eine Kamera und der guckt, was habe ich denn da so? Da ist ja ein Auto, da ist ein Verkehrszeichen, noch ein Verkehrszeichen, noch ein Auto, da ist ein Fußgänger, da ist ein Kinderwagen. Der sieht die Umwelt, kann sie klassifizieren, was sich da tut, kann die Bewegung messen und dann einfach sagen, jetzt Gas geben, links rum, rechts rum und so weiter. Wenn Sie diese Videos sehen, dann können Sie sich sicher sein, dann haben Sie selbstfahrende Autos verstanden. Das ist... dass die Technologie heute schon da ist. Auf der IAA gab es selbstfahrende Busse. Ich habe 3 Stück gesehen. Der ist also elektromobil. Hier vorne sind die LIDARs, also praktisch die Lichtradare. Und der fährt an sich selbstständig hin und her, am Flughafen zum Beispiel. Die sagten mir, sie wollten den auf der IAA fahren lassen, aber die Messeaufsicht war überfordert mit dem Thema. Das heißt, technisch sind wir viel weiter, als die Regulatorik es heute ist. Ja, und dann Gesichtserkennung. Das ist ein Bild aus China. Mit der ganzen Bilderkennungssoftware kann ich natürlich auch Menschengesichter erkennen. In China wird angeblich, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, werden Verkehrssünder optisch erfasst. Da geht dieser Mensch hier über die Straße und dann macht es Klick, ich habe dein Foto. Du bist bei Rot über die Straße gegangen. Ich nehme das Foto, gleiche das ab mit meiner Passdatenbank oder Personalausweisdatenbank und sage, lieber Herr Li, Sie sind heute über die Ampel gelaufen, und das merken wir uns jetzt mal, beim nächsten Mal erfassen wir sie wieder. Am Bahnhof Berlin Süd, glaube ich, wird das angeblich gerade getestet. Das wird sicher alles noch nicht funktionieren, aber wenn ich das Thema Terrorismusbekämpfung und solche Themen mal weiterdenke, dann bin ich mir sicher, dass wir das auch in Deutschland bekommen werden. Das ist so ein Quantencomputer und das finde ich ja wahnsinnig faszinierend. Ich war vor 2 bis 3 Wochen in Heidelberg, wo die Mathematik-Nobelpreisträger sich treffen. Es gibt keinen Mathematik-Nobelpreis, aber es gibt eine Abel-Medaille und eine Fields-Medaille und einen Turing-Award. Und diese ganzen Preisträger haben sich getroffen. Und ich war an dem Tag da, wo die über Quantencomputer gesprochen haben. Hat jemand den Begriff Quantencomputer schon mal gehört? Vielleicht mal kurz? So ein bisschen. Ja. Das ist so ein bisschen was aus der Science-Fiction und das ist ganz große Zukunft und so weiter. Letztes Jahr hatte ich einen ähnlichen Vortrag gehört, da ging es um so erste Experimente und... Dieses Jahr waren 3 Vertreter da, die das Ding praktisch fertig haben. Es war ein Vertreter da der Universität in Maryland, ist ja nah beim Pentagon. Es war ein Vertreter da von Google und einer von IBM. Und der von Google sagte, wir wollen das jetzt bald in Betrieb nehmen. Und dann fragte jemand, sie wollten das nächstes Jahr in Betrieb nehmen. Nein, dieses Jahr. Dieses Jahr wird der erste Quantencomputer von Google eingesetzt werden. So, was ist das Besondere dann? A, ist der winzig. Das ist so vielleicht ein Quadratzentimeter. Dann ist hier ein kleiner Schlitz drin, der ist 1 Millimeter breit. Und in dem Schlitz sind Atome, die werden mit Laserstrahlen fixiert. Und im Moment sind wir gerade bei, er hat uns gezeigt, 32 Atome.
die sozusagen deren Strahlung ich praktisch messen kann. Google will dieses Jahr einen mit 49 Atomen live schalten und der ist etwa so gut wie der beste Supercomputer der Welt, den wir im Moment haben. So, innerhalb von einem Jahr ist das Ding so weit, dass ich die Rechenkraft habe von den stärksten Supercomputern und dann rechnen wir 2-3 Jahre weiter und ich habe eine unermessliche Rechenkraft, die dort uns ins Haus steht. Und damit kann ich verschlüsseln und medizinische Dinge machen. Das ist unglaublich. Es gibt noch keine Programmiersprachen dafür. Also die Technik ist weiter als die Programmierung. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Das wird auch die Welt verändern. Und schließlich das Thema künstliche Intelligenz. Und damit schließe ich, glaube ich, das mal ab, weil wir sonst mit dem Zeitplan ein bisschen eng werden und auch vielleicht noch 2-3 Fragen da sein sollten. Wir selber arbeiten schon mit künstlicher Intelligenz seit etwa 3 Jahren. Künstliche Intelligenz heißt im Grunde große Datenmengen durch einen super cleveren Computer durchgeschickt, gibt verblüffende Ergebnisse, um das mal ganz kurz zu fassen. Und man weiß nicht ganz genau, was der Computer da lernt. Er lernt irgendwas und es funktioniert. Man weiß aber nicht, man kann nicht nachvollziehen, was er da macht, aber es funktioniert. Und wir wissen das eben vom Schachspielen oder vom Go-Spielen, von der Bilderkennung, von der Krebszellenerkennung. Die Dinger können inzwischen Musik komponieren. Also ich habe eine wunderbare Bach-Kantate da gehört, die klang ziemlich echt, obwohl die aus dem Computer kam. Es gibt, glaube ich, ein erstes Pop-Album inzwischen, das ein Computer komponiert hat. Also das geht jetzt relativ schnell. Dieser Pseudo-Rembrandt wurde auch aus dem Computer gestaltet. Also man kann den Computer, es ist kein Witz, man kann sagen, ein gelber Vogel mit einem roten Schnabel und schwarzen Krallen und dann macht er das Bild von einem gelben Vogel mit und so weiter. Der baut das zusammen. Man gibt ihm Worte und der baut ein Bild dazu. Oder man zeigt ihm ein Bild aus einer Filmszene und er sagt, wie die Handlung weitergeht. Ja, also ich habe dann Mann und Frau mit Hund vor Hutgeschäft und er sagt dann, die bleiben vor dem Hutgeschäft stehen. Also die können so kurze Handlungsstränge schon prognostizieren. Das ist unglaublich. Wir nutzen das, um Umsätze zu prognostizieren. Also wir haben ein Programm gebaut, das sagt, welche Firma mehr Umsatz machen wird nächstes Jahr als die andere. Dazu machen wir, die Firmen haben einen internen Wettbewerb und wird immer Gewinner, Verlierer gemessen, wie beim Turnier. Und nachher kommen die Firmen raus, die am meisten Umsatz machen nächstes Jahr. Also wir haben das im praktischen Einsatz. Kann auch besser laufen, wir sind erst am Anfang, aber also das ist für uns ein Arbeitswerkzeug geworden. Selbstfahrende Auto hatte ich hier und eben im Militär, Kampfdrohnen werden roboterisiert gesteuert. Also, und die Piloten, die dagegen antreten, kommen in Schwitzen. Das ist kein Spiel. Also diese AI, also Deep Learning basierten Kampfmaschinen sind leistungsfähiger als der Mensch es ist. Landwirtschaft noch vielleicht als nettes Thema, industrialisierende Landwirtschaft. Ich habe hier die Tomatenproduktion Hollands, das ist diese grüne Säule pro Quadratmeter. Dann kommt Spanien und USA. Man sieht, die Holländer sind etwa 20 Mal so produktiv, weil die Landwirtschaft nicht mehr als Landwirtschaft begreifen, sondern als Industrieproduktion. Also das ist ein weiteres Thema, wo ich denke, wird sich die Welt in den nächsten Jahren verändern. Und wir forschen gerade an der Stelle, um zu gucken, wo kann ich da investieren. Das ist nicht ganz so leicht wie bei der E-Mobilität. Das ist ein senkrechtes Gewächshaus aus New York. Und was ich spaßig finde, dass man neuerdings Bienen einsetzt, um Pestizide an die Blüten zu bringen. Also da werden praktisch, ich kann es ja auch biologisch machen, ich muss das ja nicht sprayen, ich kann ja die Bienen die Arbeit machen lassen. Also faszinierend, das ist ein Gensequenzierer. Das ist von der Firma Brain aus Zwingenberg, so ein Geschmackserkenner. Da wird demnächst ein künstlicher Süßstoff kommen, der mit deutscher Technologie gebaut würde für die großen Amerikaner, der einfach den Geschmack von Süßstoffen verstärkt mit leuchtenden Geschmackszellen des Menschen, also Geschmackszellen genommen und menschliche Geschmackszellen und die werden aktiviert und wenn die was schmecken, bitter, dann leuchten die blau auf und solche Geschichten. Also, ja, das ist Standard heute. Und das ist die Firma Sartorius aus Göttingen, die diese Bioreaktoren baut, auch eine faszinierende Firma. Nike, selbst da denkt man, was hat denn Nike mit Technologie zu tun? Ja, Roboterfabriken, die Produktionszeiten von 18 Monaten auf 3 runterkürzen. Was kann man praktisch damit machen? Das ist meine letzte Folie heute. Man kann eben diese Firmen aus den nächsten Jahren kaufen, man muss aber nicht. Man kann auch einfach gute Firmen kaufen, die Wertschöpfung betreiben, wie Berkshire oder Brookfield Asset Management. Man kann auch in den alten Branchen was kaufen. Ich denke an eine Deutsche Pfandbriefbank oder eine Fusagro im Düngemittelbereich. Also wenn Sie einfach mal Ihre Gedanken spielen lassen und sagen, wo hat diese Zukunft
heute einen Widerhall in meinem Portfolio. Es gibt genügend Beispiele und Sie brauchen kein Futurist oder Zukunftsforscher zu sein. Es gibt, durch genügend Nachdenken, Lesen, Recherchieren finden Sie spannende Firmen, die genau diese Eigenschaften haben.